Habe die Ehre, liebe Leute. Mahlzeit und willkommen zurück zu Demon's Souls Remake Platin Walkthrough PS5 Part 3. Ja, der erste Boss ist down, Tutorial ebenfalls. Jetzt heißt es hoch zum Gewaltigen und die restlichen Keilsteine öffnen lassen. Und auch hier ist es ganz wichtig, eine weitere Sidequest zu starten. Die hat mit der Charaktertendenz zu tun. Man muss nämlich zwingend mit Ja antworten. Ich meine, selbst wenn man mit Nein antwortet, muss man das Spiel trotzdem spielen. Aber man kriegt den Ring des Freundes später, ne? Also unbedingt auf seine Frage hin mit Ja antworten. So, hier ist er, der letzte Gewaltige. Hier brennt die Kerze, da sitzt er, die anderen sind tot. Diese Person ist nützlich, das ist... Das kriegt... Eine gute Bewertung, die stimmt nämlich. Die ist sogar essentiell, sonst kann man nicht weiterspielen. In the distant past, under benevolent rule, the world was united owing to the soul arts. Until a lust for power caused the awakening of the Old One. Across the land seeped a colorless, deep fog, and the world faced extinction at the hands of the demons. Thanks be, we were able to lull the Old One back to its slumber. Yet only after the loss of innumerable souls, and most of the world, lost, erased by the fog. In order to mend the fabric of what land still remained, we entrusted six leaders with six precious archstones. One to the king of a small yet industrious land. One to the king of the burrowers underground. One to the wise queen of the great ivory tower. One to the chieftain of lost and ill-fortuned souls. One to the shaman of the tempest-worshipping shadowmen. And the last to the great giants of the northern lands. The archstones were placed in the fringelands that survived. We contained the Old One here below the Nexus and prohibited the soul arts. Finally, we became monumentals, half-living sentinels of the fabric of reality. Alas, the other monumentals have perished, and only I remain. So, durch die Kraft des Gewaltigen wurden die vier versiegelten Keilsteine freigegeben. Wie bereits erwähnt, der Keilstein der Riesen wurde bereits zerstört, den gibt's nicht mehr. Das Land der Riesen ist ausgelöscht, gibt auch kein DLC, schade, aber ist halt so. Now it is your turn. You must lull the Old One back to its slumber and seal it away for all eternity. If not, a deep fog will absorb all that we know. Have you the strength to bear this burden? So, und jetzt ist es ganz wichtig. Ihr müsst mit Ja antworten. Sonst bekommt ihr den Ring des Freundes später bei einer rein weißen Charaktertendenz. Und der ist essentiell wichtig für die Platin-Trophäe. Selbst wenn ihr mit Nein antwortet, wie bereits erwähnt, könnt ihr das Spiel genauso gut spielen, aber ihr bekommt den Ring nicht. Deswegen Ja. Yes. We are fortunate indeed to have you. Now, go forth and destroy every last demon. The Old One. Without demons to feed its souls,
will a new servant seek and lure you to its bosom. Okay, die vier fossilen Kalksteine sind geöffnet. Jetzt können wir ins nächste Gebiet. Bevor wir das machen, gehen wir aber hier damit kurz runter. Hier finden wir nämlich den ersten Ephemer-Augenstein. Ephemer-Augensteine sind so etwas Ähnliches wie die Menschlichkeit oder Menschenbilder, die Glut, ne? Man macht sich halt, wenn man es benutzt, wieder menschlich. Da brauchen wir später einige von, um zum späteren Zeitpunkt die Welttendenzen alle wieder auf schwarz zu bringen. So, jetzt ist es wichtig, für mich zumindest ist es wichtig, dass wir kein Risiko eingehen, die Welttendenz schwärzer zu machen. Wir haben ja bereits in der ersten Welt einen Boss gekillt. Wie man jetzt hier sehen kann, ja, man kann es noch nicht richtig erkennen. Beim Kalkstein des habgierigen Königs, der erste, Palast von Boletaria, ist es minimal weißer geworden. Minimal. Aber wie gesagt, man kann es leider noch nicht richtig erkennen. So, und jetzt deshalb menschliche Form. Suizid im Nexus, ganz wichtig, im Nexus. Denn wenn wir jetzt in einer der Welten sterben, bleibt die Charaktertendenz, beziehungsweise, nee, Entschuldigung, nicht die Charakter, die Welttendenz unberührt. Was ich allerdings gerne wieder hätte, sind meine Seelen. Da sind sie. So, jetzt reden wir mit der schwarzen Jungfrau. Brave soul, for whom death is no fear. Prithee, lull the old one back to its ancient slumber. Werden wir. So, weißer Augenstein und blauer Augenstein. Blauer Augenstein ist sowas wie der weiße Symbolspeckstein. Wie in Dark Souls malt man auf dem Boden sein Zeichen, man kann von anderen Spielern gerufen werden und Koop spielen. Der Weißaugenstein, da verlässt man die Welt wieder. Die schwarze Jungfrau manipuliert Seelen mit übermenschlichen Können. Diese Macht erlaubt ihr, jenen zu helfen, die Dämonen töten. Das heißt nichts anderes als Level-Ups. Oh ja. Go ahead. Touch the demon inside me. Let these vagabond souls become thine own. So, Seelenkraft erlangen. So, weit kommen wir nicht. Was wir erstmal machen werden, ist ein bisschen Vitalität, ein bisschen Kondition. Eigentlich möchte ich viel in Stärke gehen, aber ich mache es jetzt nur ein klein wenig. Immer mal auf 10. Und der Rest geht in Intelligenz und Magie. Magie steigert die Kraft der Zauber. Jetzt haben wir zum Beispiel in der mittleren Spalte jede Zauberkraft 1300. Steigt mit jedem Level ab um 100 Punkte. Und Intelligenz beeinflusst, wie groß eure blaue Leiste wird. Also die Mana-Leiste, wenn man so möchte. Wenn wir jetzt zum Beispiel mittlere Spalte, Grundkraft, TP, MP, Ausdauer. Also Magiepunkte. Bei 12 Intelligenz 97, dann haben wir 106, 116, 127 und so weiter. Ne? Das pushen wir mal auf 15 und Magie. Genau. Ah ja, genau. Intelligenz beeinflusst auch die Zauberslots. Bei 14 haben wir jetzt zum Beispiel schon mal Zauberkapazität 2. Seht ihr in der rechten Spalte ganz unten. So, 15, 15, das ist völlig okay, wir sind Level 11, das passt. Deine Zauberkapazität hat sich erhöht. Jetzt haben wir 2 Zauberslots. May dein Strength help the world be mended. Ja, ist klar. Gut, jetzt glaube ich, war es das mit den Seelen. So, Ephemerungstein heben wir uns auf. Wir werden jetzt gleich wieder etwas im Lager bunkern, wie zum Beispiel auch die Hartstein- und Scharfsteinscherben, die können wir alle im Lager bunkern.
Lager verwalten, so. Ja, wir haben schon 11 Vollmondgräser, das ist fantastisch. Soldatenlotus weg. Jadehaarschmuck geben wir gleich ab. Ephemeraugenstein heben wir uns für später auf. Brass-Teleskop können wir auch später bei der Krähe abgeben. Da kriegen wir einen Ring, den finden wir aber auch so. Terpentin und weil sie selten sind, die Kalksteinscherben. Die sind mega selten. Das passt. You have a heart of gold. Nein, Moment, wir können noch die Rüstung abgeben, die braucht auch keiner mehr. Also auf jeden Fall Bolzen weg. Ist alles unnützes Gewicht. Lila Flammenschild vorerst. So, dann haben wir noch Krummsäbel, Nierendolch und das Bastardschwert. Die Scherben, denn diese werden beim Schmieden auch aus dem Lager verbraucht. Das ist das Coole, braucht man nicht rumschleppen. Zaubererkleidung, Handschuhe und Stiefel. Ringe bleiben drin. So, und jetzt mit ihm reden. Wir müssen den Jadehaarschmuck abgeben. When the scourge came, I abandoned my wife and daughter and fled like a coward. When I came to, I was in this nexus. I haven't dared venture outside these walls since. Every adventure. Das ist so ein skottischen, walisischen Dialekt. Ups, so, jetzt habe ich es weggedrückt. My candle maiden cared for me during my first days here. She says very little, but has a kind heart. She's just the age my young daughter would have been. Poor, poor girl. Trapped here with her eyes occluded by wise. If only something could be done to help her. You have a heart of gold. Don't let them take it from you. Das weißt du gar nicht. That ornament. So, der Haarschmuck, er gehört meiner Tochter. That belongs to my daughter. Then she didn't make it after all. My dearest little baby. May she rest in peace. May I ask a favor? Would you mind giving me that hair ornament? I'd like to have it in memory of my daughter. Selbstverständlich. Ja. You're a saint. Thank you. Thank you so much. I mustn't forget. It's not much, but please accept this as thanks. Das ist sogar sehr viel, weil den Ring gibt es sonst kein zweites Mal im Spiel. Weggeworfen auf der Hauptstraße. Anyway, I feel that you should have it. It will be happier in your hands. So, da ist er, der Ring der kolossalen Stärke. Der erhöht die Gegenstandslast, nicht die Ausrüstungslast, die Gegenstandslast. Das heißt, wir können mehr Zeug mit uns rumschleppen. Ist aber im Demon's Souls Remake nicht mehr so unbedingt nötig wie im Original, weil, wie bereits erwähnt, kann man das, was man nicht mitschleppen kann, per Knopfdruck, zack, gleich ins Lager schicken. Das ist das Geile daran. So, jetzt gehen wir gleich zum nächsten Kalkstein. Wir könnten auch noch einen Teil im Palast von Boletaria machen, das wäre auch kein Problem, aber wir gehen zuerst zu den Steinfangkatakomben. Das ist ein etwas größeres Gebiet, aber ein sehr schönes Gebiet, mir gefällt's. So, was haben wir für Ringe drin? Machen wir mal hier den Ring der Gunst wieder rein. So, die sind wichtig. Die Echsen. So, kriegen wir scharf oder hart? Das wissen wir vorher immer, ne? Wir kriegen 8 Scharfsteinscherben. Das ist fantastisch. Diese Echsen, die spawnen immer wieder nach jedem erfolgreichen Bosskampf.
Dann kann man sie immer wieder farmen. Manchmal kriegt man Schafsteinscherben, manchmal kriegt man Hartsteinscherben. Also bei der jetzt zum Beispiel, ne? Kann man sich nicht aussuchen, manchmal ist es dies, manchmal ist es jenes, aber die werden auf jeden Fall für uns noch wichtig werden, dass wir die Waffen aufpimpen. So, und dadurch, dass wir 8 Schafsteinscherben bekommen haben, nutzen wir natürlich das. Und pimpen genügend Seelen vorausgesetzt. Ja, 400 Seelen nötig und 406 haben wir. Glück gehabt. Den Rapier auf plus 3. So, jetzt brauchen wir schon 5 Schafsteinscherben, die hätten wir. Und eine große. Das ist nämlich in Demon's Souls anders als in Dark Souls. Wenn man zum Beispiel eine Waffenstufe überschritten hat, dann braucht man nur noch große Scherben in Dark Souls, da später nur noch Brocken und so weiter. In Demon's Souls braucht man alles. Man braucht kleine, große, dann gibt es noch Klumpen und reine Steine. Also man braucht definitiv in Demon's Souls deutlich mehr von diesem Zeugs. Aber keine Sorge, wir kriegen auch mehr als genug von diesem Zeugs. So, gut, also die Echse, die hätten wir. Die kommt erst wieder, wenn der erste Boss besiegt ist. Da Vorsicht vor diesen Steinwerfern. Und schnell durchlaufen. Dann aktivieren wir diesen Aufzug. Und fahren erstmal hoch. Ist nicht ungefährlich da oben, da ist nämlich noch einer dieser Minister. Den müssen wir früher oder später auch farmen. Der droppt nämlich eine Goldmünze. Und die Goldmünze brauchen wir zum Eintauschen bei der Krähe später. So, Herr Minister, danke. Droppt auch fantastisch, oder eigentlich immer, das Zeug hier, Vollmondgras. So, was haben wir hier noch? Brecherstreitaxt, ja, die ist bereits umgewandelt. Mit Grausteinen müsste das sein. Da wird das Scaling verändert, ne? So, jetzt fahren wir erstmal ganz nach unten, holen uns den nächsten Ephemer-Augenstein und dann geht es im eigentlichen Areal weiter. So, da bei der Leiche, da müssen wir später bei einer rein schwarzen Welt Tendenz auch her, denn genau hier befindet sich der sogenannte Primeval Demon, der Urzeitdämon, diese Riesenmarde. Oh, kurzes Soundaussetzer. Das passiert hier aber komischerweise sehr häufig. Gut, und ebenfalls ist es gut, dass wir einen Degen haben. Gutes Langschwert mit R2 hier wäre genauso gut. Aber diese Gegner sind sehr, sehr unempfindlich gegen Schlagwaffen bzw. normale Schwerter. Dafür sind sie sehr empfindlich gegen Stichangriffe. Die sind sehr stichempfindlich. Das ist ein großer Vorteil. Spinnensteinscherbe, die brauchen wir für Bogen. Können wir uns einen klebrigen Bogen machen. Da wird ebenfalls das Scaling verändert. Da erstmal ein bisschen Vorsicht, nicht zu weit vorpreschen, weil da kommen gleich die Hunde. Müsste aber irgendwo einer mit dem Sack sein auf dem Rücken.
War das der? Ah, genau, der. 4 Scharfsteinscherben, 4 Haltsteinscherben. Hat zwar keinen Sack gehabt, aber der droppt das Zeug auch immer. Allerdings nur einmalig. So, jetzt die Tölen. Vorsicht vor dem Minister, ja, 3 Tölen. Die sind ne ungefährlich. So, der ist das große Problem. Aber Backstep, nein, hat nicht geklappt. Komm, drop deine Münze. Wird wahrscheinlich jetzt nicht funktionieren. Nee. So, Hartsteinklumpen, Scharfsteinklumpen. Rheinsteinscherbe für eine Quality-Waffe. Ja, das ist in Demon's Souls schon sehr komplex mit den Waffen. Ja, ja. Dark Souls ist es deutlich vereinfacht worden. Große Scherbe und so weiter, ne? Da gibt es zwar auch die grünen, die roten, aber in Dark Souls 2 und 3 ist es sehr, sehr vereinfacht, das Ganze. Finde ich auch ein bisschen schade. Da, Vorsicht, da kommt hier der Typ. Mit der Pike. Da war noch einer. Jawohl. Scharfsteinscherben. Ja, die können wir brauchen. Scharfsteinscherben. Sehr gut für unseren Rapier. Spitzhacke ebenfalls eine Waffe. Habe ich nie benutzt. Keine Ahnung, ob die geil ist oder nicht. So, jetzt müssen wir links über die Brücke, weil die krachen nämlich jetzt ein. Wir müssen über den Balken laufen. Beidhändiger Backstep, wieder eine andere Animation. Gefällt mir gut. So, Ministerhandschuhe brauchen wir auch für später. Wir brauchen das komplette Ministerset. Um Yuri auf später zu befreien, das dauert aber noch lange, Leute. In Demon's Souls Original hat der Minister Hut gereicht. Da gab es ja kein Minister-Set, sondern nur den Hut. Jetzt brauchen wir das komplette Set. So, und jetzt müssen wir hier runter. Und den Hebel ziehen. Sonst geht das nächste Tor nicht auf und wir können nicht weiter. Das ist genau über uns. Das können wir überspringen. Brauchen wir nicht zugucken, wie das Tor aufgeht. Kann sich jeder denken. So, der mit dem Sack hier in der Mitte, der hat wieder Steine für uns, oder? Einmal Rheinsteinklumpen, zweimal Rheinsteinscherbe. Werden wir nie benötigen, aber egal. Wir plätten alles. Großhartstein, viermal Hartstein, sehr gut. Edzwettstein, da kann man die Waffen wieder schärfen, wenn sie abgenutzt sind. Sowas ähnliches wie das Reparaturpulver aus Dark Souls. Hier mit einer plus 3er Waffe geht es mittlerweile sehr, sehr gut.
So, große Schaufsteinscherben, 4. Jawohl, ich glaube, wir können sogar die Waffe mittlerweile wieder auf plus, sogar auf plus 4 machen. Sehr schön, sehr schön. Seele eines unbekannten Kriegers, kann man immer gebrauchen. So, und jetzt sind wir wieder hier unten bei dem ersten Minister. Das war jetzt eine kleine Ehrenrunde, haben das ganze Zeug eingesammelt und jetzt geht's durch das Tor, was wir gerade geöffnet haben. Wir nehmen alles mit, was rumliegt. Ich habe mich auch, habt ihr vielleicht schon bemerkt, ich habe mich dieses Mal entschieden, die Zwischensequenzen laufen zu lassen. Okay, bis jetzt auf das Tor halten, weil keiner braucht zugucken, wie ein Tor aufgeht. Ist immer ein bisschen was anderes. So, ja, die bräuchten wir jetzt nicht unbedingt. Die sind dann nicht gerade ungefährlich. Schmelzsteinscherbe, die werden wir nie benutzen, Leute. Die macht Waffen wieder auf Standard zurück, wenn man sie bereits aufgelevelt hat. Ne? Also macht überhaupt keinen Sinn. Wenn man zum Beispiel jetzt ein Feuerschwert macht hat, ne? Ein Drachenschwert. Man will es nicht mehr haben und man will trotzdem das Schwert noch weiter benutzen, aber anders, was anderes daraus basteln, dann kann man das benutzen, aber ganz ehrlich, da kaufe ich mir lieber ein neues Schwert. So, das Zeug da hinten brauchen wir uns eigentlich auch nicht holen, aber wir machen es trotzdem. Weil es ist nicht gerade ungefährlich. So, einmal Elixier. Und vielleicht kriegen wir sogar eine Drachensteinscherbe. Ja. Ja, da liegt sogar eine Drachensteinscherbe. Damit machen wir Feuerwaffen. So, jetzt mal kurz Ring wechseln. Den machen wir in den Ring des Dufts wieder rein. Damit zumindest die Magieleiste wieder ein klein wenig aufgelevelt wird. Na, die mit dem brennenden Bastardschwert, die haben es nämlich auch drauf. So. Groß Schafstein, zweimal groß Hartstein, sehr gut. Lauter Hartstein, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Warum da nicht mal 9 da steht, ist mir ein Rätsel. Nee, das war auf der PS3 schon genauso. So, Seele eines unbekannten Helden, jawohl, nehmen wir alles mit. Und jetzt machen wir einen Shortcut auf zum Anfang des Gebiets. Dann holen wir uns zuerst noch hier die Seele. Oder ne, sorry, Reitsteinscherbe. Nehmen wir uns die Reitsteinscherbe mit. Und jetzt kommen wir zum Bruder des Schmied im Nexus. Einer heißt Ed und der andere heißt Baldwin. Wer jetzt von beiden das ist, weiß ich nicht. Das sehen wir gleich. Bin ja zum ersten Mal da. Ja. Falls nicht, da ist die Tür. Das ist Ed, genau der andere heißt Baldwin. Waffe aufwerten. Wir machen jetzt mit dem Rapier weiter. So, wir können jetzt das Ding auf plus 3. Wir können jetzt hier Qualitätsrapier erstellen mit der Rheinsteinscherbe. Quecksilber könnten wir, hätten wir Quecksilbersteinscherben. Das wäre eine Giftwaffe. Todesrapier, Markstein, da wird immer das, und hier mit der Schmelzsteinscherbe könnte man es wieder auf Null setzen, aber so blöd ist, bin ich definitiv, nee. Wir können uns das hier angucken, wie zum Beispiel hier das Scaling, ne? Gehen wir mal hier, Standardrapier hat 105 physischen Angriff auf plus 4, plus
13 Bonus, weil wir halt mehr als 8 Stärke haben. So, machen wir jetzt ein Quality daraus. Ne, dann verändert man den Grundschaden. Also ist jetzt eigentlich für den Arsch. Quecksilber, ne, wird das Scaling verändert, Stärke E, dafür Gift hinzugefügt. Da haben wir Blutungsschaden mit dem Todesrapier, Blutungseffekt, ne? Und so weiter und so weiter. Wir machen aber Standard weiter. So, jetzt fehlt uns eine große Schafsteinscherbe. Okay. Die kriegen wir aber eigentlich gleich. So, und, achso, ne, Moment. Da draußen ist noch ein Gegenstand. Angesehene Heldenseele. Nehmen wir gerne. So, und wenn ich jetzt hier aussteigen würde, hier, dann sind wir wieder am Anfang des Gebiets. Müssen wir jetzt aber nicht. So, Vorsicht, gleich links und Ecke gibt es eine auf dem Date. Ich sagte, um Vorsicht. Ah, der flippt ein bisschen aus, der Kollege. Nächster, ja, es läuft. So, große Hartsteinscherbe müsste reichen. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal zurück. Dann machen wir gleich die nächste Waffenstufe. Normalerweise müsste ich noch genügend kleine Scherben haben. Oder normale, wie man es auch immer nennen mag. So, Waffe aufwerten, Rapier. Jo. Hä? Ah, scheiße, mein bin ich ja toll. Das war eine große Hartsteinscherbe, keine Scharfsteinscherbe. Ja, das habe ich jetzt verwechselt, okay. Hätten wir das Langschwert, bräuchten wir Hartsteinscherben. Das ist per se keine Stichwaffe. Es hat zwar einen Stichangriff mit R2, aber es ist eigentlich eine Schlagwaffe. Keine stumpfe Schlagwaffe, aber es ist trotzdem eine Schlagwaffe. Das braucht Hartsteinscherben. Hellebarde später braucht auch Hartsteinscherben. Dazu kommen wir aber erst noch. So, was ich empfehlen würde, erstmal nach rechts abzubiegen. Dann schnell hier rüberlaufen. Das Zeug einsammeln. Eine Riesenkeule, spitzenmäßige Waffe. Können wir natürlich nicht benutzen. Braucht 20 Stärke. Aber das Ding haut ordentlich rein. Nachteil. Man braucht Platz dafür. Also in engen Gängen haut man ständig gegen die Wand. Das ist dann nur semi-geil. So, müssen wir wieder hochlaufen, aber das ist ja zum Glück nicht weit. Das kann man übrigens skippen. Diesen Laberdings, wenn man mit irgendeiner Ausrüstung, wenn man es schnell genug macht, aber wir machen das Ganze regulär.
So, erst laufen wir hier oben lang. Dann killen wir die Gegner alle von hinne. So, Stahlschild, sehr schwer, braucht man nicht. Alter. So, dank des Ring des Dufts ist die Leiste wieder voll. So, die Echse ist eigentlich nicht so wichtig. Die droppt Spinnensteinscherben und ein Klumpen. Wie bereits erwähnt, für einen Bogen ist es von Bedeutung. Brauchen wir im Demon's Souls Original auf jeden Fall. Da muss man nämlich alles herstellen. Im Remake ist es nicht der Fall. Finde ich aber irgendwie gut auch, dass die Trophäen da ein bisschen geändert wurden, weil sonst wäre es ja für diejenigen, die Demon's Souls auf der PS3 bereits kennen, kein zusätzlicher Anreiz, finde ich zumindest. Naja, also Vorsicht, Hunde kommen auch noch. Furchtbar lästige Gesellen. Einer müsste noch. Da ist er. So, nochmal Wetzsteine. Ich feiere das Spiel so hart, Leute. Damit hat bei mir damals alles begonnen. Mit Demon's Souls auf der PS3. Es war eine späte Liebe. Ich habe es erst 2013 oder 2012, 13 irgendwie so, genau weiß ich es nicht mehr, habe ich es erst ausgiebig gespielt. Vorher habe ich es gehasst. Da kann ich mich noch gut daran erinnern, es war Sommerloch und ich hatte nichts zu zocken. Beziehungsweise nichts, was mich irgendwie interessiert hat. Und ich habe es fast 3 Jahre lang im Regal stehen gehabt und ich habe dann Demon's Souls eine Chance gegeben, muss aber ehrlich gestehen, ich habe es mit Guide gemacht, von Bruger damals. Und habe mich innerhalb von kurzer Zeit in das Spiel verliebt. Und ich habe das Spiel dann so dermaßen gefeiert, dass ich es nach der Platin-Trophäe, also ich rede jetzt von der PS3, ne? Da habe ich noch so Bock drauf gehabt, dass ich mir die amerikanische und die asiatische Version nochmal importiert habe, um das Ganze nochmal zu machen. Jetzt habe ich insgesamt 5 verschiedene Demon's Souls Versionen da. PS3 Black Phantom Edition, Deutsch. PS3 Amerikanisch. PS3 Japanisch. PS3 Koreanisch oder Chinesisch, weil das ist nämlich die asiatische Version mit englischen Texten. Weiß ich aber nicht, wo ich die hingeworfen habe. Irgendwo liegt sie, keine Ahnung. Und eben Demon's Souls für die PS5. Ah, ist geil. Ja, Demon's Souls ist mein absolutes Lieblings-PS3-Spiel. Nach wie vor. Kommt für mich nichts ran. So, da ist jetzt durch das Wasserrad die Lava gelöscht worden. Und jetzt kriegen wir einen weiteren Ring. Den Ring der Giftresistenz. Wichtig für die Platin-Trophäe, gibt es auch nochmal im Spiel. Also wenn ihr den hier nicht einsammelt, ihr habt noch eine Chance.
Aber ihr werdet sehen, wir werden sowieso den ein oder anderen Ring doppelt oder dreifach sogar haben. Ich glaube, den Ring des Diebes gibt es sogar dreimal im Spiel. So, hier Vorsicht. Ja, erstmal den Feuerangriff machen lassen, dass das Fasszeug kaputt geht. So, weg, Minister. So, Hose gibt's von denen immer. Und Vollmondgras gibt's von dem auch immer. Nächster Ephemer-Augenstein. Na, ich habe immer noch die Hoffnung gehabt auf die goldene Münze. Aber ich habe den Farming-Ringe drin. Ist aber jetzt egal. Nach der Panzerspinne ist die beste Stelle, um die goldene Münze zu farmen. Ich hatte mal richtig Dusel, aber da habe ich für mich privat gespielt. Da habe ich bis zur Panzerspinne 2 goldene Münzen bekommen. So, was wir uns jetzt ebenfalls noch holen werden, ist die Kriesklinge. Das Ding ist einfach nur super für Magier. In der linken Hand ausgerüstet, verstärkt es nämlich die Magie. Kreese, genau. Das Kreese-Plate. Können wir das überhaupt schon benutzen? Nein, weil wir brauchen 16 Magie. Okay. Geht noch nicht. Wir haben 15. Ups. Nee, warte mal, mein Fehler. Okay, Spinnsteinscherbe hätte ich mir sparen können. Muss ich mal den Aufzug nochmal hochholen. Da ist einer gestorben. Da aber weiß schon rumliegt, holen wir uns hier kleiner Spinnsteinklumpen. So, nächster Boss, Panzerspinne. Taktik ist wie folgt. Entweder wenn sie mit den Vorderbeinen schlägt, blocken oder einfach nach vorne rollen, darunter hindurch. Und wenn der flächendeckende Feuerangriff kommt, man sieht so, wenn sie kurz zittert, nach hinten zum Nebel laufen. Das ist eigentlich ganz simpel. Und ein bisschen ausweichen vor dem Zeug da. So, jetzt macht sie das Ding. So, durchrollen. Durchrollen. Rollen. So, jetzt kommt das Zittern, also abhauen. Man kann es wahrscheinlich sogar irgendwo in der Ecke machen. Weiter vorne, aber ich bin es gewohnt, zum Nebel zu laufen. Thank you.
So, das große Zittern, Lock-on weg und zurück. So, Vorsicht vor dem Netz, sonst kann man sich nicht mehr gescheit bewegen. Das war die Panzerspinne. Bling! Cooler Boss. Leicht zu lernendes Moveset, nicht besonders schwer. Natürlich als Magier hätte man hier auch sehr gute Chancen gehabt, was auch gut funktioniert aus der Entfernung. Pfeil und Bogen, absolute Noob-Taktik, hey, wenn ihr einen Bogen habt und genügend Pfeile, stellt euch hinten hin und ballert das Vieh ab. Dauert zwar lange, aber geht. So. Reiner Spinnenstein und die harte Dämonenseele. So, jetzt holen wir uns aber nochmal kurz die Echse. Jawohl, wir haben zwei große Schafsteinscherben bekommen. Sehr gut. Vorsicht, weil die hauen natürlich jetzt mehr rein wie vorher, weil das ist ein weiteres Gebiet, ne? So, zurück zum Schmiedeareal, denn die erste Echse ist auch wieder da. Weil wir einen Boss gekillt haben. Sehen Sie, da ist sie. Wieder 8 Schafsteinscherben. Hey, das Glück ist, man holt heute. Das müsste aber dann eigentlich auch bedeuten, dass beim 3. und 4. Mal es Hartsteinscherben gibt. So, und jetzt können wir zurück zum Nexus. Waffe auf Pimpen und nochmal ein bisschen leveln. Und natürlich wieder Suizid begehen. So, Waffe aufwerten. Rapier. 5. Jawohl, Rapier 6. Ah, ne, mir fehlt eine große Schafsteinscherbe. Macht aber nichts. Wir versuchen es nochmal, ob wir die bekommen. Wir haben ja noch eine Echse. Boss ist down, also kommt sie jetzt nochmal. Jetzt will ich aber kein Risiko eingehen. Machen wir mal die zwei Kollegen hier weg. Große Hartsteinscherbe. So, was hast du gedroppt? Wahrscheinlich auch nichts, was ich brauche. Ein Schafsteinklumpen, das kann ich sogar sehr gut gebrauchen. Aber noch, ja, aber noch nicht jetzt. Aber eins haben wir verraten, dieses Gebiet hier, der nächste Abschnitt, der ist sehr gut für Echsen, aber um das ordentlich zu machen, brauchen wir den Feuersturm. Ja, alles andere ist ein Witz. So, hat leider nicht gereicht für die nächste Waffenstufe, ist aber halb so tragisch. Maiden in Black ist auch da, weil die gammelt überall woanders rum, da muss man sie immer ständig suchen. Das kann übrigens fürchterlich nervig sein. So, wir brauchen Magie 16. Wir brauchen Intelligenz 16, wir brauchen etwas mehr Vitalität, wir brauchen etwas mehr Kondition. Aber ich möchte erstmal Magie Power erhöhen. 2114 Seelen für die nächste Stufe. Was haben wir denn alles noch? Oh, Zähne. Ja, 8-4, kleine Dämonenseele auf gar keinen Fall, die brauchen wir noch. Aha, das ist, hey, Leute. Withdrawn from its vessel. Er ist so gut. Stufe 20 ist mehr als gut, mehr als ausreichend. Passt, Leute.
Im PS3 Original heißt Art Thou Done und nicht Art Thou Finished. Aber geschenkt. So, und jetzt wieder ganz wichtig, diesen hier. Was ich noch erwähnen möchte, ich bin zwar im Online-Modus, aber dadurch, dass ich ständig in Seelenform in den Welten rumlaufe, kann ich auch nicht invasiert werden. Das heißt, ich versau mir die Welttendenz nicht, falls ich von einem Invader besiegt werde. Ne? Das ist das Gute. So, ist jetzt ein bisschen längerer Part geworden. Ne? Hat er schon 15 Minuten gedauert, bis wir mal in die, ja, in die Stein von Katakomben gereist sind. Aber wir haben den ersten Abschnitt erledigt. Waffe haben wir auch schon auf plus 5. Im nächsten Part machen wir dann den Tower Knight. Im zweiten Abschnitt Palast von Boletaria. Der ist ein absolut geiler Boss. Da bräuchte ich jetzt zwar noch einige Seelen, 5000. Dann könnte ich mal das Claymore kaufen. Ist ein absolut Bomben-Allrounder, genau wie in Dark Souls. Also da machst du in Demon's Souls auch überhaupt nichts falsch. Aber ich spare mir die Kohlen für die helle Bade später. Ich komme in Rapier im Moment sehr gut klar. Und später werden wir dann auf eine andere Waffe ausweichen. Gut, liebe Leute. Zweite Trophäe haben wir. Panzerspinne. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit Demon's Souls Remake. Danke, dass ihr da wart und hoffentlich bis zum nächsten. Habe die Ehre. Ciao, servus.